Buck. Tayari Plaza, sofort nach Abwurf. Ja, einen Moment. Es kam hart runter. Meine Luke geht nicht auf. Was ist mit deiner? Ist auf. Gut, dann bist du mit dem Spielchen fertig. Ich brauche Hilfe. Hab ich was falsch gemacht? Das Einzige, was ich bedauere, ist nicht zu wissen, dass du eine Spionin bist, als wir uns kennenlernten. Sonst wäre ich nicht so nett gewesen. Das fehlt mir an dir am meisten, Bart, dass dein Mund immer etwas schneller ist als dein Verstand. Und lass meinen Job aus dem Spiel. Wir wollten das Ende beide. Das ist Jahre her, Veronica. Die Details sind verschwommen. Du musst seitdem viele Männer getroffen haben. Warum bin ich jetzt hier? Erstens bist du der beste Soldat, den ich kenne. Zweitens, weißt du nicht mehr, diese Nacht, was du mich morgens gefragt hast? Du hast mir keine Antwort gegeben. Sag das nochmal, Bud. Ich höre dich kaum. Ich sagte, bleib da. Ich komme. Wir haben die Landezone verpasst. Achtung, der Wimmel von Allianz-Einheiten. Danke für die Warnung. Tot kannst du mich schließlich nicht retten. Hell yeah, gleich so ein Kack-Phantom in der Fresse. Und wir spielen jetzt Buck und nicht mal den Rookie. Den Rookie ohne Namen. So, sollte ich jetzt sofort auf dich schießen? Ja, das sollte ich. Solange der Phantom nicht auf mich schießt, ist alles okay. Der verschwendet keine Munition an mich. Okay. Also für das Nachtsichtgerät, das ist zu hell. Komm. Da hinten ist ein Brute. So präzise ist die Waffe denn auf Distanz denn auch nicht. Doppelter Abschuss. Ey, nicht rauszoomen. Was soll das denn jetzt? So, was haben wir hier alles? Hier sind wir gelandet. Dann sind wir hier abgebreitet und auf den Kopf gelandet. Schön. Hier hätten wir noch ein bisschen Leben. Dann können wir mal da hinten mal eine Granate hinschmeißen. Wird wahrscheinlich niemanden erwischt haben. Allianzbarriere, ein kaputter Wraith. Da hat ja der Master Chief ein bisschen mitgeholfen. Ah, scheiße, der Karabiner hat den. Ist toll. Muss aufpassen natürlich. So, jetzt habe ich ihn doch. Das ist der Arsch. Duck dich. Nachgeladen alles. Nachgeladen, sehr schön. Ich
So, haben wir wenigstens einen schon mal weg. Dass es immer gleich so massiv rot wird. So, alle kleinen Penner tot. Da können wir uns nicht um den Großen kümmern. Nein, da ist noch einer. Ach, der steht da sogar. Wir kommen über die Säulen an ihn ran. Ah, scheiß Laterne! Mussten ja an ihn ran. Ah, Mann. So, und jetzt haben wir hier genügend Munition doch. Hallo? Ach, der liegt da. Läuft. Welche Gegner? Naja. Bisschen zu grell für sowas. Was sagt das Stadtsystem? Wir müssen dahin, da dürfen wir durch die Gebäude. Hier ist alles zu natürlich. Brauchen wir was? Nö. Optikan! Von Medigate. Ne, Medigel. Kann man das lesen? Clean wound and area around wound before Epigel. Dispense gel by pressing button below. Rub gel into wounded area for 30 seconds. Gel will heal most wounds by 5 minutes after application. If wound is not healed within special time, search Medical Help oder. Keine Ahnung. Ja. Mit einem richtigen Sniper wäre es wohl besser zu lesen gewesen. Ist das so ein Gebäude eigentlich? Sieht aus wie ein Stadion. Soldat, hier drüben! Überlebende. Guten Tag, Leute. Ich sah Sie abstürzen. Sie haben wirklich Glück gehabt. Gab es noch mehr? Negativ. Aber nach dem Blitz konnte ich nicht mehr viel sehen. Ja. Man sollte auch nicht direkt reingucken. Hören Sie mir zu. Einige der Gebäude sind offen. Auf die Weise können Sie der Allianz auf der Straße ausweichen. Verstehe. Danke. Ausweichen ist keine Option. Wir müssen sie nach und nach töten. Und wir sind hier drin nicht allein. Granate. Tote Elite. Was ist hier passiert? Letzte Mahnung. Rechnung überfällig. Verdammt auch. Kommst du jetzt hier hoch? Boah. Ich brauche ein Healthcare Kit. Medi.
Sanitäter! Okay, meine Leute sind natürlich tot. War nicht anders zu erwarten. Erstmal schnäulichsten Medikit holen. War aber klar, dass die sterben. Die sterben immer. Sind NPCs. Oben liegt doch noch Zeug. Die Rebellion der Eliten gegen die Propheten und den Rest der Allianz hat wohl schon begonnen. Bei den ganzen toten Eliten. Kommen wir da nicht irgendwie hoch? Echt mal, kann man da mal... war wohl woanders. Headshots. Doppelter Abschuss, ganz toll. Der ist tot. Komm raus! Ja, meine Munition ist wieder viel zu niedrig. Blutgewehr macht mir jetzt hier nicht viel bringen, tun. Ja, tut einfach explodieren. Da oben sind alle weg. Letztes Magazin. Da kommt Verstärkung für den Gegner oder ist jetzt einfach nur Deko, das Schiff? Kann ja auch sein, dass die einfach nur so rumfliegen. Ich hätte gerne ein Kampfgewehr. Wie sieht's denn damit aus? Schlecht, wie es aussieht. Wie sieht's aus mit neuen Karabiner? Wäre eine Alternative. Na, wenigstens eine neue Plasmapistole dürfte ja wohl drin sein. 82, ist okay. Aber was haben wir denn hier? Scheiß Waffen, natürlich. Natürlich. Wir sind die ganzen Truppen von denen ziemlich weit auseinander, wa? Kann ich die sehen gerade? Nö. Oh, das hätte explodieren können. So, das sollte man ursprünglich nicht können bei ODST. Und er ist auch ziemlich schnell mit den Dingen. Gab's nicht Heckenschützen? Jo. Natürlich scheiße, dass ich keine Munition hab. Lauf, 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 lauf. Der Tod da oben, der ist tot. Drei. Veronica, was bedeuten die toten Eliten?
Wie meinst du das? Sieht nach einer Familienfeder aus. Als hätten Brute sie getötet. Sollte ich was wissen? Das ist geheim. Manches ändert sich nie. Scheiß auf geheim. Kennen wir doch eh schon alles. Die Nahkampfwaffe bringt mir jetzt hier nichts. Du bemerkst mich gerade nicht, oder? Dreh dich weg. Mit 3 Schuss dürfte man doch... Na, irgendwas ausrichten können am Arsch. Das Schild hält ja nicht allzu viel aus. Sein Schild auch nicht. Ein Glück sind die Brute-Plasma-Gewehre ein bisschen stärker. Ein bisschen schneller. Natürlich die Frage, wie Hecken schützen. Stopp! Nicht sterben! Du stirbst mir jetzt hier nicht. Dein Schild ist einfach nur runter. Medikit, eine neue Granate, die mir nichts bringt. War hier oben nicht mal irgendwas drauf früher? Nicht da. Ja, fliegt nicht allzu weit. Oder holen wir uns nochmal die Granate, wenn ich die nicht gerade eingesammelt habe. So, und dann brauchen wir hier oben auch nichts mehr suchen. Wenn man sich verzieht, passiert sowas. Ich bräuchte eine präzise Waffe, verdammt. Ansonsten wird uns ein bisschen jetzt hier qualvoll. Stopp! Normale Pisspistole würde mir ja schon was bringen. Oder das. Die Projektile fliegen schneller als die von der Plasma, vom Plasmagewehr. Aber es sind nicht effektiv. In keinster Weise. So, schön in Bewegung bleiben. Und Granaten möglichst ausweichen. Den habe ich. Denn seine Waffe ist meine. Wie kriege ich denn den jetzt? Achtung, Granate!
So. Von Deckung zu Deckung. Alles zu neblig in dieser Stadt. Eine andere Form von Kriege des Nebels. Nebel des Krieges. Alle meine Granaten sind weg. Da hinten. Hasenfuß? Wie hast du mich genannt? Wichtige Sniper. Ist zwar schön, aber nicht nützlich. So, was haben wir noch da oben? Okay, der Typ ist runtergefallen, den wir hier oben vernichtet haben. Na, ich sollte da nicht allzu oft drauf schlagen. Sonst geht das Ding noch in die Luft. Ich hätte hier auch auf die ganzen Exklusivsachen schießen können. Hätte. Da war doch noch ein... Ach, komm. Ich muss durch diese Tür. Hier muss doch irgendwo ein Schalter sein. Genau in der Mitte. Bug, genau in der Mitte.